Servus Leute, der zweite Teil des zweiten Spieltages steht an. Die dritten und vierten Teile kommen dann auch morgen und übermorgen. Ich hoffe wie immer, es wird euch gefallen. Am Ende würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen, wenn es euch gefällt. Ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator, ruft euch das immer wieder vor Augen, wenn ihr mich hört. Ansonsten tippt gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt geht's erstmal los mit Dänemark gegen Australien und ja, viel Spaß dabei. Nach dem doch wirklich guten Spiel von Australien gegen Frankreich, als sie 1-2 verloren haben, wollten sie jetzt gegen Dänemark, die sich knapp mit einem 1-0 über die Zeit retten konnte, gegen Peru ebenfalls wieder gut präsentieren. Und die erste Möglichkeit gehörte auch den Australiern. Kasper Schmeichel mit der Parade, überragende Partie gegen Peru, hielt mehrmals den Sieg im Endeffekt fest. Der zweite Durchgang wurde ein bisschen spannender. Dänemark wachte dann auch endlich mal auf. Und das ist Fischer mit dem ersten Abschluss. Aber Robbie Kruse aus der zweiten Bundesliga bekannt ist dazwischen mit dem Knie. Kann er da Schlimmeres verhindern? Aber wie gesagt, der zweite Durchgang wurde jetzt deutlich besser. Und es gab Möglichkeiten zum Kontern für Australien. Jamie McLaren erst an die Latte. Jedinek wieder auf Jamie McLaren und wieder ist es Kasper Schmeichel. Unglaublich, was der alles rausholen konnte an diesem Nachmittag. Wunderbare Parade, greift da über. Klasse gemacht. Und dann schauen wir nochmal auf den Lattentreffer von Jamie McLaren. Kann er eigentlich auch rüberlegen? Und dann wäre es das sichere 1-0 gewesen. Dänemark weiter auf dem Weg, auch nach vorne für Möglichkeiten, um gegebenenfalls jetzt schon den Einzug ins Achtelfinale klar zu machen. Ryan war aber immer wieder dazwischen. Der zweite Durchgang entschädigte für einen langweiligen ersten. Und wieder Ryan, der dann letztendlich in der 91. Spielminute das 0-0 festhalten konnte. Es wird wohl für Australien nichts mit dem Einzug in die nächste Runde. Für Dänemark sieht es deutlich besser aus, aber es war eine unterhaltsame Partie im zweiten Durchgang, die letztendlich aber dennoch mit 0-0 torlos endet. Mit einem sehr schmeichelhaften 2-1 startete Frankreich am Samstagmittag gegen Australien in die WM und Peru, eigentlich besser gegen Dänemark gewesen, verlor mit 1-0 und hier gerieten sie früh unter Druck. Paul Pogba kann man von einem so teuren Spieler auch erwarten, dass er den mal über die Linie bringt. Jefferson Fofana scheiterte noch gegen Schmeichel das ein oder andere Mal, jetzt war er aber zur Stelle. Erster Schuss aufs Tor von Hugo Lloris und der erste Treffer. Klasse platziert, unten rechts rein. Nicht zu halten für den Hintermann von Tottenham Hotspur. In der zweiten Halbzeit wurde dann erstmal Frankreich wieder so richtig wachgerüttelt. 56. Spielminute, hier noch Griezmann mit dem Pfostenschuss. Es sollte einfach nicht sein an diesem Nachmittag. Lange Zeit, dann wieder die Möglichkeit Matuidi gegen Galese, aber der kann wieder parieren. 69. Minute. Es schien alles in allem wie verhext zu sein. Dann gab es aber Strafstoß. Giroud hat den Ball. Der eingewechselte Stürmer wird da sowas von unsanft von den Beinen geholt, dass es nur Strafstoß geben kann. Griezmann gegen Australien hatte er getroffen. Und auch hier ist er der treffsichere Schütze. Zweites WM-Tor jetzt im laufenden Wettbewerb. Antoine Griezmann zittert den so ein wenig über die Linie gegen Galese. Der kann da dann im Endeffekt nur noch traurig hinterher schauen, obwohl er die Ecke geahnt hatte und diesen eigentlich schwach geschossenen Elfmeter fast noch entschärfen konnte. Und dann sogar noch das 2-1. Kylian Mbappé, der 19-jährige Topstürmer, mit dem Linksschuss rein unter Galese hindurch. Das war im Endeffekt auch verdient. Frankreich verdiente sich diesen Sieg mit viel Engagement im zweiten Durchgang und vielen Torschüssen. 2-1 gewinnen sie damit gegen Peru. Argentinien enttäuschte im Endeffekt beim 1-1 gegen Island und Kroatien konnte doch recht ungefährdet mit 2-0 gegen Nigeria erfolgreich von dannen ziehen. Auch hier hatten sie den besseren Beginn. Modric auf Mario Mandzukic und diesmal gebührt der Treffer auch zu 100% ihm. Der Kopfball, der zum 1-0 gegen Nigeria führte, wurde ihm ja nicht zugesprochen. Der wäre ja auch vorbeigegangen. Letztendlich macht er hier jetzt seinen ersten Treffer im laufenden Wettbewerb und Kroatien spielte weiter sehr gut
nach vorne. Flanke von der rechten Seite. Erstmal der Ball raus. Kramaric macht ihn nochmal heiß und Otamendi letztendlich derjenige, der Schlimmeres verhindert. Kroatien deutlich besser in der Partie und Argentinien nach wie vor nervös. Sie kam dann aber mal nach einer Standardsituation. Messi bringt den rein und Nicolas Otamendi mit dem schmeichelhaften 1:1. 38. Spielminute. Das war nicht verdient, aber typisch für Argentinien. Wenn es dann mal irgendwie klappte an diesem Abend, war es ein Standard, der mal Gefahr brachte. Und jetzt wurde er auch reingemacht. Super platziert, Nicolas Otamendi. Den muss man erstmal so reinmachen. Der zweite Durchgang war dann nicht mehr sonderlich spektakulär. Erst ab der 66. Minute kam dann wieder ein bisschen was. Die Baller wurde aber erstmal hier geblockt. Eine Viertelstunde knapp noch zu gehen. Kroatien wollte gerne das 2:1 machen. Andrej Kramaric scheitert diesmal aber am Hintermann von Argentinien. Und so endet diese Partie letztendlich mit 1:1. Kroatien wird damit besser leben können. Der Achtelfinaleinzug wird sicherlich nur noch Formsache sein. Aber es wartet Island, die auch am Ende nicht zu unterschätzen sein dürfen. Island gegen Nigeria, da hätte man eventuell vor der WM gesagt, ja, Nigeria ist da der Favorit, aber wenn man sich den ersten Spieltag angeschaut hat, dann würde man fast das Gegenteil behaupten. Auch hier war Island besser. Alfred Finn Bogason, der Torschütze zum 1:1 gegen Argentinien, der ja das erste WM-Tor überhaupt erzielen konnte für seine Nation. Mit dem ersten Abschluss knapp scheitert er da am Keeper von Nigeria, die ja enttäuschten gegen Kroatien. Und auch das Spiel hier gegen Island war nicht wirklich gut. Wieder Finn Bogason, 35. Spielminute. Das 1:0 hätte eigentlich so langsam mal fallen dürfen. Die Todesgruppe wohl doch etwas harmloser als gedacht, da Nigeria nicht ihren Erwartungen gerecht werden konnte. Erst nach 39 Minuten dann mal der erste Abschluss. Igalo aber ist das, der nicht mal den Kasten trifft, bringt da Halldórsson überragend gegen Argentinien. Sogar einen Elfmeter gehalten, nicht wirklich in Bedrängnis. Der zweite Durchgang weiterhin durchaus unterhaltsam, es fehlte aber der Treffer. Stunde jetzt gespielt, super Ball von Sigurdsson auf Bjarnason. Aber er wäre auch im Abseits gewesen, der Treffer hätte nicht gezählt. Dennoch, die Möglichkeiten hatten wieder eher die Isländer und Nigeria. Da muss man sich wirklich fragen, was ist denn mit denen los? Die Einzelspieler sind ja durchaus dazu in der Lage, gute Fußballaktionen auf den Rasen zu bringen. Hier und heute gelang das lange Zeit nicht. Auch der zweite Durchgang gehörte weiterhin Island. Finn Bogason nochmal, aber auch ihm war heute kein Tor vergönnt. 0:0 am Ende trennt sich Island und Nigeria. Sehr schmeichelhaft für Nigeria, die aber sicherlich auch am dritten Spieltag mit dieser Leistung keine 3 Punkte holen werden. Jo, das war der zweite Teil des zweiten Spieltages. Morgen kommt der dritte Teil des zweiten Spieltages. Ja, alles etwas kompliziert. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer auch über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Auf jeden Fall danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dann und ciao.